Was ist denn für Sie schlimmer, bekifft oder betrunken? Bekifft. Hallo, hier ist Nena aus Striesen, das ist in der Nähe von Dresden und ich stehe hier mit dem Bundesminister Thomas de Maizière. Schön, dass es geklappt hat, Herr de Maizière. Als erste Frage nun, was auch vor allem viele junge Leute interessiert, wie stehen Sie zu der Legalisierung von Cannabis? Davon halte ich gar nichts. Ich weiß, dass es da zu viele Debatten gibt und dass Alkohol und Nikotin auch gefährlich sind für den Körper, aber Legalisierung von Drogen ist mit uns nicht zu machen, ist oft auch ein Einstieg in harte Drogen und deswegen wollen wir das nicht. Stichwort Einstiegsdroge, aber warum ist es dann erlaubt, dass zum Beispiel Jugendliche mit 16 schon Bier trinken, was ja zum Schnaps verführen könnte, und Schnaps ist erst ab 18 erlaubt? Ja, man kann nicht alles verbieten im Leben, aber irgendwo muss man eine Grenze setzen und die Grenze ist beim Rauschgift erreicht. Und aus welchem Grund sind Sie so stark gegen Gras? Weil hinter der Nutzung steht auch ein ganzer Zweig illegaler Kriminalität, organisierter Kriminalität. Menschen im In- und Ausland, die an dem Elend und der Abhängigkeit von Menschen viel Geld verdienen. Und das ist beim Alkohol anders. Das ist sozusagen eine legale Industrie, da werden Steuern entrichtet. Aber hier haben wir es mit organisierter Kriminalität zu tun. Und wenn man die Nachfrage bremst oder stoppt, dann bekämpft man auch die OK. Aber das ist ja eigentlich genau das, was Befürworter von der Legalisierung sagen, dass sie sagen, die Drogenmafia würde aufhören zu existieren, wenn wir mit genügend Schutzmaßnahmen Cannabis legalisieren. Das halte ich für eine Illusion. Sondern das wird nur diese Geschäfte dramatisch verbessern und die organisierte Kriminalität unterstützen. Die Grünen sprechen sich ja klar für eine Legalisierung von Cannabis aus. Können Sie sich trotzdem eine Koalition mit Herrn Özdemir und Frau Göring-Eckardt vorstellen? Naja, wir wollen natürlich versuchen, das zu vermeiden, indem wir so stark werden, dass wir mit vielen verhandeln können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Koalitionsvertrag mit uns gibt, wo der Drogenkonsum legalisiert wird. Da müssen die Grünen sich dann mal verändern. Das heißt, wenn, also das können Sie jetzt auch so sagen, wenn Herr Özdemir dabei bleibt, wird die CDU nicht mit den Grünen koalieren. Sehen Sie, das wollen Journalisten immer so rote Linien aufstellen. Das vermindert aber den Verhandlungsspielraum. Aber sagen wir mal, der Hund wackelt nicht mit dem Schwanz. Ja, herzlichen Dank, Herr de Maizière. Gerne, alles Gute. Dankeschön. Danke.